Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Zu Deutsch Tränen des Königreichs oder Brüche des Königreichs. Beides tatsächlich eine am Ende zutreffende Übersetzung, aber Tränen wird noch treffender sein. Das Miasma ist dichter geworden. Das Miasma. Zelda, nimm dich in Acht. Nicht, dass hier unten ein Walhazak lauert. Das ist eine Monster Hunter-Anspielung. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Zelda, die Prinzessin von Hyrule. Damit befinden wir uns am Anfang des Spiels. Wir haben 40 Herzen oder 30. Ich möchte die nicht von Hand zählen. Wir befinden uns im Schloss Hyrule Untergrund. Gucken uns hier um. Und während wir mit Zelda uns ein bisschen umgucken, möchte ich euch grob mitteilen, wie ich mir dieses Let's Play vorgestellt habe. Dieses Spiel ist ein Open-World-Spiel. Was bedeutet, man kann am Anfang überall hingehen und sich beim Erforschen in der Umgebung sehr schnell verlieren. Weshalb ich einiges planen werde. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. So, gehen wir der Sache auf den Grund, Zelda, sehr gerne. Und wie gesagt, ich werde einiges in dem Let's Play planen. Und dann halt sehr koordiniert vorgehen und auch nicht entsprechend alles zeigen. Wird so ein paar Sammelgegenstände geben, wo ich nicht jedes einzelne Mal zeige, wie ich ihn sammle. Ich werde nicht zeigen, wie ich jeden einzelnen Pilz, den ich besitze, aufhebe. Aber ich werde halt versuchen, diverse Quests sehr strukturiert zu erledigen, anstatt jedes Mal so ein bisschen und den Questlog volllaufen zu lassen. Sodass man mir folgen kann, ohne Buch führen zu müssen. Und ich hoffe, das gelingt mir im Groben und Ganzen. Jetzt widmen wir uns erstmal Zelda. Link! Link! Das Masterschwert. Es leuchtet. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Und wer halt zuletzt mein Breath of the Wild Let's Play gesehen hat, der hat so eine grobe Idee, wie das aussehen kann. Aber ich werde mehr zeigen, tatsächlich. Ich werde wahrscheinlich alle Schreine zeigen, die ich mache und so weiter. Halt, Link! Sieh nur! Was liegt denn da? Noch eine Inschrift, denke ich mal. Ruinen, Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Stimmt, Zelda. Welch kurioser Ort. Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll, in einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie.
Wir sind ein Volk der Geheimnisse. Mysteriös. Unergründlich. Hier sehen wir einen Sonau. Könnte Rauru sein. Ja. Wie nur, diese Statuen hier. Ob diese Statue einen Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich, unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten. Link, lass uns weitergehen. Den Satz habe ich mal anders vorgelesen, als er da steht, aber passt auch. Passt auch. Okay, lass uns weitergehen, Zelda. Die können ja mal weggehen hier. Alles in Ordnung, Link? Mhm. Mir geht's prima. Waren ein paar Fledermäuse. Wandbilder. Hier sehen wir eine Schlacht. Wandbilder. Richtig. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Gut ist das. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Alter, so einen Krieg gab es öfter. Verrate dir jetzt hoffentlich kein Geheimnis. Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Mhm. Und das scheint Hylianna wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Oha. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Darum muss es... Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianna auf der Erde. Und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Nicht ganz die Legende, wie ich sie kenne, aber ist okay. Betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Dann was, Zelda? Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Große Krieg, sagst du? Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Und wie geht er aus? Dieser Fund ist sensationell. Aber wie geht der Krieg aus, Zelda? Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Schöne Fotos, aber das ist zu... Der ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Zelda, es ist zugeschüttet, nicht zerstört. Hast du zufällig Bomben dabei, dann mache ich dir das auf. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Ja, wir können das gerne machen, nur Zelda. Kannst du dir bitte diesen Ort hier aufschreiben als später wiederkommen und mit Bomben freisprengen? Bitte schreibe ihn dir auf, Zelda, okay? Schreib ihn dir bitte auf. Gehen wir weiter. Hast du ihn dir aufgeschrieben, Zelda?
Zeig mir dein Tagebuch, zeig mir, was du reingeschrieben hast. Mein Herz schlägt so schnell wie nie. Wer hätte gedacht, dass wir hier Wandbilder finden, die Geschichten aus uralten Schriften illustrieren? Ich hatte dich gebeten, aufzuschreiben, dass wir da vorne alles sprengen. Du Blöde. Naja. Dann gehen wir also. Komm, Zelda, lass uns da hingehen. Ich habe nämlich Ausdauer, auch wie blöde. Nämlich auch noch Ausdauer, wie blöde. Zelda, das hier ist gruselig. Wo bist du? Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz vorsichtig. In Ordnung. Was ist das? Ja, was ist das? Zelda, ich als alter Backseat-Gamer sage dir immer, als Ratschlag, geh da nicht hin. Okay, du bist hingegangen. Hier sehen wir eine Träne. Oder ist das vielleicht doch ein Stein? Wenn sich Mythen drehen könnten. Da wacht jemand auf. Ah, doch tot. Oh! Aber nicht mit dem legendären Held, der komplett zerstört ihn. Mein Masterschwert. Zerstört. Link! Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg. Ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Sei jämmerliche Firma. Woher kennst du unseren Namen? Eine gute Frage. Warum bist du so mächtig? Doch einfach sofort los. So nehmen wir das Schloss. Ist erneut Opfer eines Angriffs wird. Ja, natürlich ist es Ganondorf. Das bedeutet, das Schloss muss fliegen. Da muss man seinem Motto treu bleiben. Das Schloss muss fliegen. Wir fallen in den Abgrund, okay. Link! Oh mein Gott, ich bin verletzt. Zelda, nein! Zelda! Oh mein Gott! Boah, dann ist sie wohl sicher. Und ich? Ich werde von der Hand gehalten. Das Schloss hebt sich weiter empor, während der Himmel auf die Erde hinabstürzt. Und die Hylianer, die erst vor 5 Jahren Calamity Ganon überlebt hatten, sehen sich wieder einem furchtbaren Schicksal entgegen.
Wo sehen wir? Alte Runen. Eilendal. Grüne Magie. Die Hand, die mich gerettet hat. Zauber entspannt sich. Die Hand ist... Es ist meine Hand. Was ist geschehen? Wo bin ich? Warum bin ich quasi nackt? Mit meinem Arm. Du bist also erwacht, Link. Warum höre ich wieder die Stimme eines alten Mannes? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Okay, wo ist sie? Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Okay. Nett von dir, vielleicht? Masterschwert. Oh, dann nehmen wir uns das Masterschwert doch wieder. Auch wenn es irgendwie nicht mehr so mächtig aussieht. Der Zauber scheint vergangen. Was ein hübscher Dolch. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter dem Schloss Hyrule zerfressen. Waffenangriff. Du greifst mit der ausgerüsteten Waffe an, mit Y. Okay. Ich mache bei Gelegenheit. Ist hier denn noch was? Denn noch was in dem Raum? Ich glaube, hier war noch was, oder? War hier noch was für mich? Oder nicht? Einmal nicht. Gut. Dann machen wir uns den Weg frei. Und erwecken diesen Raum hier. Vielleicht zum Leben. Hier ist eine Hand. Welche berühren wir doch? Und somit legen sich die Räder wieder, als würde dieser Raum aus einem Schlaf erwachen. Eieiei. Kleidung wäre schon nett, ne? Ich wollte hier jetzt nicht unbedingt nackt rumlaufen. Nicht mein Ziel. Okay, dann wandern wir einfach weiter. Folgen wir diesem Pfad einfach hinab. So. Immer noch nichts, was ich mir anziehen könnte. Scheinbar soll ich nackt spielen, ne? Retten wir so Hyrule. Wir sehen ja ganz fresh aus. Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Und eine Truhe. Altes Beinkleid. Okay, scheinbar sollen wir doch nicht ganz nackt spielen. Nehmen wir uns das alte Beinkleid. Erinnert schon fast so an den Schottenrock. Wir unten drunter nackig sind,
Geduckt bewegst du dich langsamer, aber leiser fort. So, du dich anschleichen. Wo sind wir? Im Himmelsreich scheint es mir. Damit herzlich willkommen in der Welt. Es erwartet. Es ist Hyrule. Und diesmal auch im Himmel. Ich warte eigentlich darauf, dass das Spiel nochmal benannt wird, denn ich glaube, die Szene ist das. Da ist das Logo. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Da ist es. Da unten ist auch ein schöner Drache. So. Also wieder ins Wasser. Dann nehme ich keinen Schaden. So ein paar Pflänzchen. Gut. Dann vergessene Himmelsinsel. Finden wir uns auf der vergessenen Himmelsinsel und wie auch beim Breath of the Wild finden wir hier oben grundlegende Items. Können wir hier werfen, wechseln. Lernen so das Spiel langsam kennen. Ja, auch Pilze, die wir sammeln können. Wie gesagt, da werde ich euch nicht jeden Pilz zeigen, den ich sammle. Als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich beispielsweise hier vorne umgedreht. Habe erstmal hier die ganze Insel erforscht. Solche Faxen werde ich jetzt hier nicht machen. Lecker Apfel. Gegner. Wow. Die Route ist ja mal nicht so die Spitzenwaffe. Letzte Schlag einer Waffe richtet doppelten Schaden an. Eieiei. Alpha Kriegerhorn-Konstrukt und Sonauer Energiesphäre. Hier haben wir einen einfachen Stock. Und schon, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass man viele Waffen zerbricht, viele Waffen sammelt. Über die Zeit einfach stärker wird, auf die verschiedensten Arten und Weisen. Ich besitze noch keine Map. Gerade eigentlich den Knopf für die Map gedrückt. Der aber nicht funktioniert. Schade. Oh. Ja, natürlich funktioniert der noch nicht. Dann gehen wir einfach weiter. Das hier kann ich immer noch so mal machen. Ei. Diese Maschine. Ein Gegner. Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Dies ist das Pura Pad. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Oh, das ist ja das Pura Pad. Es ist eine Nintendo Switch. Pura-Pad, Prinzessin Zelda, weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für einen Abenteurer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Du kannst die Funktion des Pura-Pads mit Y öffnen und nutzen. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pads angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Dies ist der Garten der Zeit. Das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurden an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten.
Auch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Die Suche nach Zelda. Und da noch wie immer hier die Tafel. Das verbindet sich und hier oben haben wir noch einen kleinen Freund. Ei. Auch Äpfel. Nehmen wir mit. Ein Knüppel, den will ich haben. Waffen werfen, ja. Oh, du bist es. Du bist zum ersten Mal hier. Stimmt's? Möchtest du damit gegen Militärkonstrukte kämpfen? Militärkonstrukte? Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen ihnen, unerwünschte Eindringlinge den Chaos zu machen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling beachten. Scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mich dir eines jener Mittel verraten. Bitte hör aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen. Danke. Ja, Zielerfassung und dann so. Das ist nett, dass mir das beigebracht wird. Denn auch überflüssig. Aber was soll's. Hier lang mal weiter runter. Aber wir könnten ja mal auf die Karte gucken. Hier bin ich rausgekommen, hier lang runtergesprungen, jetzt springe ich da rein. Und dann. Ja, ich bin mal schneller runter. Vielen Dank. Spurtkröte. Könnte ich bestimmt irgendwann mal essen. Ob die nahrreich ist? Oh, jetzt öffne ich es zum ersten Mal. Hey. Okay, das spiegelt mir die Suche nach Zelda vor. Dann gehen wir da doch einfach hin. Beziehungsweise geben wir uns vor den Tempel der Zeit. Sagen dann einfach mal, dass es für heute doch gut ist. Eieiei, ihr Vöglein. Zu Fleisch verarbeiten. Lecker Fleisch. Die lecker Pilze. Meine Route ist zerbrochen. Fuck, 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 fuck. Dann das hier. Eieiei, so viele. Ein Ast, okay. Und alle erledigt. Und meine Waffe zerbricht gleich. Der hier unten ist aber einer von den Guten, oder? Wirst du mir noch einen Tipp geben? Sei gegrüßt, der köstliche Duft hat dich hierher gelockt, hab ich recht? Die meisten Speisen werden wohlriechender, wenn sie über Feuer geröstet werden. Außerdem sollen sie dadurch besser schmecken und nahrhafter werden. Rösten? Oh, entschuldige. Ich muss gerade nochmal genau hinsehen. Wir begegnen uns zum ersten Mal, dann hör mal zu, bla bla bla. Rösten. Leg Sachen neben das Feuer und dann röstest du sie. Geschmack nicht sagen, bla bla. Ihr Nährwert erholen, sie heilen dann mehr. Wenn man Sachen röstet, heilen sie mehr. Hier ist ein Pilz. Gucken wir mal rein. Der ist jetzt geröstet. Der hier hätte ein Viertel geheilt. Der hier heilt jetzt die Hälfte. Also einfach mal 5 Pilze in die Hand nehmen. Uns Feuer halten und wir rösten sie. Okay, einen haben wir wieder reingenommen, bevor er geröstet war, aber ist egal. Das soll egal sein. Oh, ist hier lang? Im Tempel der Zeit, wo wir uns dann im nächsten Part wiedersehen. Im Sinne, bis dahin. Ciao.